uns heute ein größeres Objekt vorgenommen. Die Kenner unter euch werden wissen, wo wir uns befinden und dass das nur ein Gebäude von ganz vielen ist. Wir haben festgestellt, es gibt über diesen Place hier nicht so viele Videos und wenn, dann sind sie alle recht kurz. Wir haben uns vorgenommen, den Place ein bisschen genauer zu betrachten, genauer zu erkunden und das haben wir jetzt vor. Und was uns ein bisschen in die Quere kommt, ist das Wetter. Nichtsdestotrotz, wir haben uns vorgenommen, ein paar tolle Videos für euch zu machen und das erste Objekt haben wir jetzt hier. Es handelt sich hier um dieses Areal, was wohlgemerkt 230 Hektar groß ist und zu seinen Spitzenzeiten von 1936 bis 1945 an die 320 Gebäude hatte. Das ist eine ehemalige Munitionsfabrik. Es ist sicherheit einiges abgerissen worden oder wird heute anders genutzt, das haben wir schon gesehen. Wir sind vorher hier schon rumgefahren. So denken wir dennoch, dass es ein paar coole Videos geben wird, ein paar tolle Bilder und wie gesagt, Wetter ist ein bisschen blöd, aber sonst passt alles ganz gut und ja, grüßen möchten wir an dieser Stelle alle Abonnenten, die uns fleißig liken, die Kommentare schreiben. Ich kann das nur wiederholen und ich finde es toll. Vielen Dank dafür, jeden Einzelnen. Spezielle Grüße gehen heute an Adventure Urbex. Ich habe dir das versprochen. Ja. Und ich finde die Aktion mit der Verlinkung von dir, fand ich einen feinen Zug. Hiermit revanchiere ich mich ein bisschen. Wie gesagt, Adventure Urbex, feiner Kerl und vielleicht mal drauf gucken. Und die beiden Mädels von Typisch Schwestern, also wie ihr das macht, ist auch recht lustig. Auch wie ihr bei uns aktiv seid, dafür vielen Dank. Und jetzt viel Spaß mit unserem Video. Bis dann, ciao.
Thank you.
Thank you.
kurz zwischendurch, wir sind immer noch hier. Wir haben bis jetzt ganz tolle Orte gefunden. Klar, live ist es immer noch mal anders, als wenn ihr das auf dem Video seht. Was ihr eben gerade noch zum Schluss gesehen habt, waren Eisenbahngleise. Denn das ganze Objekt hier, ja, über 200 Hektar groß, war auch mit knapp 20 Kilometer Schienensystem verbunden. Und teilweise liegen die alten Gleise noch. Und was ihr eben gesehen habt, war ein kleiner Ausschnitt. Und ja, jetzt geht's weiter. Bis dann. Ciao.
hi. Ein paar Stunden später. Wir haben viele tolle Bilder und Videos gemacht. Wir haben, als wir uns hier in diesem Gelände teilweise per Auto von A nach B bewegt haben, einen Punkt gesehen, der ist so nochmal gesondert umzäunt. Ja, habt ihr den Hund gehört? Damit meine ich nicht diesen Zaun hinter uns, sondern wir sind schon in diesem Gebiet drin. Da vorne bellt gerade ein Hund. Also nicht so ein Chihuahua, sondern ein Hund. Wenn ihr seht, da ist eine Bunkeranlage, direkt daneben ist noch eine. Die versuchen jetzt für euch zu erkunden. Was hier auch auffällt, sind diese ganzen Entlüftungsanlagen. Da hinten ist eine. Und da oben ist auch noch eine. Von diversen Bunkern, die sich hier in dem Gebiet oder unter uns oder wo auch immer befinden. Es ist spannend. Ich rechne hier mit dem Hund, ganz ehrlich. Es ist spannend. Es macht Spaß. Und ja, wir nehmen euch mit, ist ja weiterhin dabei. Und wenn wir uns sicher melden, hat das der Hund gegessen. Also, gut, bis dann. Ciao. Wieder mal zu Wort, ein paar Stunden später. Viele tolle Videos gemacht. Ich muss ein bisschen leiser reden, ich erkläre es euch gleich warum. Und zwar haben wir, als wir hierher gefahren sind, schon in diesem Gebiet gesehen, dass es nochmal ein Gebiet gibt, was umzäunt ist. Und dann meine ich nicht den Zaun, sondern wir sind schon in dem Gelände drin. Und dann ist es nochmal umzäunt. Wenn ihr mal schaut, da ist eine riesen Bunkeranlage, daneben eine riesen Bunkeranlage. Diese kleinen Kästen, die ihr hier seht, zum Beispiel das da oder der da drüben, sind Entlüftungsanlagen von diversen Bunkern, die sich hier unter uns befinden. Ja, ich wäre eben beinahe in so ein Loch da vorne reingefallen. Das ist das Video, was ihr davor gesehen habt. Stand ich auf diesem Holzteil. Ja, dann ging es halt mal runter, ne? Klar, hier wurde Sprengstoff hergestellt. Sprengstoff, da nimmt man kein Mehl und Zucker, da nimmt man irgendwelche anderen Substanzen. Ja, Glycerin, TNT, sonstige Geschichten. Das sind immer Gift- und Gefahrenstoffe und ich glaube, dass das eine Gebäude, was da links war, dass da irgendwas von hergestellt worden ist, sah jedenfalls sehr giftig aus. Deswegen denke ich auch, ist dieses Gebiet hier nochmal umzäunt. Wir haben jetzt vor, zu dieser Bunkeranlage zu gehen und zu dieser Bunkeranlage zu gehen. Vorne haben wir auch noch einen, der ist problemlos. Wie das hier mit denen aussieht, wissen wir nicht. Ja. Ich muss mich erstmal irgendwie erholen, weil
Ich wäre da fast runtergesprungen. Von diesem blöden Holzding, weil ich das Gitter irgendwie und dann war da das Loch. Ja, ich nehme mich weiter mit und ja, viel Spaß, bis dann. Thank you.
ja, von den größeren Geschichten, die hier rumstehen. Ihr habt vorhin das Schild gesehen, von wegen baufälliges Gebäude, absolute Lebensgefahr. Also die eine Treppe schwingt schon. Es sind teilweise Ritzen in den Boden, dass man quasi runtergucken kann. Das sage ich nicht, um irgendwie jetzt das Video zu pushen oder sonst irgendwas, sondern macht das hier nicht nach. Ja? Also schon gar nicht alleine, wenn dann zu zweit. Es gibt hier überall Löcher und Gefahrenstellen. Zum Thema Löcher könnt ihr mal da runter gucken. Da ist halt einfach mal so ein Loch im Boden. Ja? Und das ist da oben halt auch so. Der Boden ist nicht mehr der beste. Ja? Die Schilder, die hier angebracht sind, ist nicht Elternhaften für ihre Kinder, von wegen Baustelle, Privatgelände. Es ist ein Hinweis, dass die Gebäude absolut baufällig sind, absolute Lebensgefahr besteht. Macht es nicht unbedingt nach und wenn, dann schon gar nicht alleine. So, wir gucken uns noch, was wir noch so entdecken, was wir euch noch so bieten können. Und ich bin froh, hier erstmal wieder raus zu sein. Bis dann. Geht Schlag auf Schlag, also nicht, was ihr jetzt denkt, wir sind jetzt irgendwie 2 Stunden rumgelaufen und mussten dann wieder das nächste suchen. Nee, wir haben jetzt ungefähr 10 Minuten, eine Viertelstunde von dem einen ist bis hierher gebraucht. Das ist ein Bunker, der ist so ein bisschen versteckt. Kannst du mal drehen. Also der ist auch in die Tiefe gebaut. Das ist einer von den Bunkern, wo die Salpetersäure hergestellt worden ist. Das weiß ich deswegen, weil ich hier schon reinnehmen kann. Das sind die Mischbehälter und ja, wir gehen mal rein, nicht? Thank you.
die Schilder gesehen. Die waren nur das eine Problem. Das eine Problem war, als ich zurückgelaufen kam bei dem einen Video und wir aufgehört haben zu filmen, da lief jemand. Und wir wissen nicht, was der hier macht, was der für eine Funktion hat, deswegen haben wir erstmal abgebrochen. Das zum einen. Zum anderen, wie gesagt, die Schilder. Ja, kann man glauben, muss man nicht, aber meine Gesundheit geht mir dann doch vor und auch die der Gruppe. Und deswegen haben wir uns entschieden, da nicht reinzugehen. Es lag nicht am Zaun und im Stacheldraht, weil vorne ist ein Tor, da ist kein Stacheldraht, da kommt man problemlos hoch, die 2 Meter. Ich habe es nicht gemacht. Wie gesagt, Gesundheit, jedes Einzelnen geht vor. War ein langer Tag, war ein schöner Tag, war spannend. Wir haben, denke ich, tolle Bilder gemacht, tolle Videos gemacht. Bilder für Instagram, Videos, klar, YouTube. Und ja, wir haben ungefähr 300 Kilometer Heimreise vor uns und die treten wir jetzt so langsam an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem, ich hab jetzt gerade gesagt, dem Video, aber wir haben schon gesagt, dass wir mehrere Teile machen. Mit den Videos, also mit den Teilen. Und ja, ein Like würde uns freuen, Kommentare auch. In diesem Sinne, schön, dass ihr geschaut habt. Euch einen schönen Abend, eine schöne Woche, schöne Pfingsten. Und ach, jetzt habe ich gerade einen Bock geschossen, weil normalerweise laden wir die Videos immer, wenn sie bearbeitet sind, 3-4 Tage später hoch. Wir lassen immer Luft dazwischen. Jetzt habe ich Pfingsten gesagt. Die Videos kommen nach Pfingsten erst hoch. Ja, dann halt rückwirkend. Schöne Pfingsten. So. Ja, hier gibt es aber schöne Ecken. Seht ihr gleich. Uns hat Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch. Und in diesem Sinne, schönen Abend noch.